Herzlich willkommen zum zweiten Tag, wobei wir sind uns immer nicht ganz einig, ist es der zweite oder schon der dritte Tag. Wir haben ja am Mittwoch schon mit den Vorab-Workshops begonnen, hatten gestern einen interessanten und spannenden Tag. Wir nennen ihn Messetag und heute ist so der gefühlte Tag 3 oder doch der Tag 2 der DAFEBCON 2020. Es ist Freitag, der 6. März 2020 und ich möchte Sie hier zuerst vielleicht gemeinsam mit meinen Kolleginnen, Sie sehen hier Nadja Blust und Heike Philipp, wir drei, mein Name ist Angelika Güttel-Strahlhofer, wir drei haben die DAFEBCON gegründet und organisieren sie heuer zum 9. Mal. Ich möchte eine kurze Einführung geben für jene, die die DAFEBCON noch nicht so gut kennen, beziehungsweise was am heutigen Tag für Highlights und Höhepunkte und besondere Dinge es geben wird. Dazu werde ich zuerst intelligenterweise auf die Bildschirmpräsentation wechseln und jetzt sollten Sie die sehen und Sie sehen auch, dass da der Donnerstag noch steht, aber heute ist schon der Freitag. Ganz kurz, was ist die DAFEBCON? Sie ist eine Konferenz für Deutsch als Fremd- und Zweitsprachelehrende weltweit. Sie wird ausschließlich online durchgeführt und ihr Ziel ist es, Menschen aus unterschiedlichen Regionen, Professionen, aus den unterschiedlichen Communities auch zusammenzubringen. Wir sind seit 2012, haben wir diese jährliche Veranstaltung. Uns ist es wichtig, eine Kombination von Sprachen, Lernen und Medien zu haben und zu verbinden. Uns ist es wichtig, einen Austausch zwischen der Deutsch als Zweitsprache und der Deutsch als Fremdsprache Community durchzuführen. Wir haben ein weltweites Publikum. Ich habe mir heute die Feedbacks angeschaut, wirklich aus den verschiedensten Ländern, aus allen Erdteilen kommen Teilnehmer und freuen sich Neues über den Deutsch als Fremd- und Zweitsprachebereich. An, die sind auf unserem YouTube-Kanal DAFEBCON schon zum Nachschauen verfügbar. Wir bieten ein abwechslungsreiches Programm mit innovativen Formaten. Da werden wir gleich noch ein bisschen mehr davon erfahren. Das Thema heute, ich weiß nicht, irgendjemand hat das Mikrofon eingeschaltet und es gibt einige. Okay, danke schön. Das Thema im heurigen Jahr ist mehr Sprachen, mehr Medien, Mehrsprachigkeit ist ein Thema, das vielen Deutschlehrenden unter den Nägeln brennt, das einfach wichtig ist, mit einzubeziehen in das Lernen von Sprachen und wie man das macht, welche Möglichkeiten es gibt, welche Medien dabei unterstützen, das erfahren wir insbesondere auch an dem heutigen Tag. Wie gesagt, wir haben den Mittwoch mit den Vorab-Workshops schon hinter uns. Gestern war ein Tag mit sehr vielen Präsentationen und Neuheiten und aktuellen Angeboten. Heute liegt der Schwerpunkt bei der Mehrsprachigkeit und am Nachmittag haben wir eine ganz spannende Lesung und einen Science Slam. Und am Abend gibt es Praxisbeiträge von Lehrenden weltweit. Und morgen ist so der Höhepunkt oder Schwerpunkt vielleicht
bei interaktiven Formaten. Es gibt sehr viele Workshops morgen. Beginnen tun wir mit einer Videoprämierung des Wettbewerbes von Nadja. Dann erfahren wir mehr über die IDT 2021 und es wird einen interaktiven Spaziergang durch Salzburg geben. Hoffentlich regnet es nicht. Was ist heute auf dem Programm? Wir starten um 11.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit mit einem Beitrag aus Hongkong. Dr. Chowdhury wird aus der asiatischen Perspektive das Thema Mehrsprachigkeit beleuchten. Dann haben wir einige weitere spannende Beiträge. Ich hole nur einige Highlights heraus. Zum Beispiel Hannes Schweiger wird seine beiden Steckenpferde Mehrsprachigkeit und Literatur in seiner Keynote verquicken und Ursula Mauritsch stellt die Frage, wie viele Sprachen braucht der Mensch. An Formaten, da arbeiten wir immer wieder an neuen Formaten, probieren Neues aus. Am heutigen Tag wird es einen ersten Science Slam geben. Darauf freuen wir uns schon sehr. Nils Bernstein wird für uns rappen und wissenschaftliche Erkenntnisse leicht verdaulich präsentieren. Wie gesagt, der Spaziergang durch Salzburg. Oder gestern hatten wir in einem kleinen, vertrauten Kreis einen virtuellen Empfang. So oder so ähnlich ist es dabei zugegangen. Wie gesagt, digitale Medien ist ein Schwerpunkt auf der DAF WebCon. Das ergibt sich schon alleine durch das Medium. Gestern, wenn man sich durch das Programm klickt, dann ist das Thema digital eines der Buzzwords dieses Tages gewesen. Es ist wirklich beeindruckend, was sich im letzten Jahr oder in den letzten Jahren getan hat in dieser Deutsch als Fremd- und Zweitsprachen-Community. Heute gibt es wieder nur auszugsweise einige Beiträge über Online-Unterricht, eine Augmented Reality App oder morgen Frau Birnbaum-Crossen wird über Computerdeutsch für den DAF- und DATS-Unterricht sprechen. Ich habe erst unlängst gelernt, was Swipen ist. Also es ist dauernd kann man was Neues lernen. Worauf ich noch sehr, sehr gerne hinweisen möchte, ist unsere Mitmachaktionen. Bitte stimmen Sie ab. Was ist der beliebteste YouTube-Kanal für Deutschlehrer? Also nicht zum persönlichen Anschauen am Abend, sondern professionell als Deutschlehrerin oder Deutschlehrer. Wo erhalten Sie die besten Informationen? Was empfehlen Sie Ihren Studierenden, Ihren Schülerinnen? Und vielleicht, Sie können das auch gerne in den Chat schreiben, falls es schon bei Ihnen vorbeigekommen ist. Wir haben eine Mehrsprachen-Challenge ausgerufen. Wer findet Materialien bei sich in möglichst vielen Sprachen. Also ich hatte auf der Skihütte ist mir ein Teebeutel mit 5 Sprachen untergekommen und in der Lade unserer Lebensmittel waren Nudeln in 4 Sprachen zu finden. Aber es gibt noch viel, viel mehr und machen Sie mit bei unserer Sprachen-Challenge. Weiters gibt es die Möglichkeit, wir haben ein Zoom-Pad angelegt, wo man interessante Links, die man so gehört hat auf den Veranstaltungen von heute oder Bemerkungen, Anmerkungen, Zusammenfassungen in diesem gemeinsamen, kollaborativen, in dieser gemeinsamen kollaborativen Webseite dokumentieren kann.
und so auch der unter Anführungszeichen Nachwelt zur Verfügung stellen. Und dann möchte ich Sie noch last but not least auf das Messequiz hinweisen. Es gibt auch wieder schöne Preise zu gewinnen. Schauen Sie in unsere Messe. Heike wird sie dann gleich durchführen. Und auf nicht allen, aber vielen Ständen gibt es eine Messefrage. Und daraus wird sich ein Lösungswort entwickeln. Und dieses Lösungswort schicken Sie an büro@dafweb.com. Das ist bis 31. März möglich und danach werden wir viele Preise, die wir von unseren Ausstellern erhalten haben, verlosen. Ich möchte auf jeden Fall noch auf unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hinweisen, ohne die eine erfolgreiche Konferenz nicht möglich ist. Aus Österreich, Deutschland, Russland, Argentinien unterstützen uns zum Großteil als Moderatoren und Moderatorinnen, aber auch mit Social Media oder bei der Messe. Vielen, vielen Dank. Und man braucht auch Sponsoren, Aussteller, die uns einerseits mit Unterstützungen helfen, aber auf der anderen Seite auch uns sehr, sehr gewogen sind. Wir haben ein Unterstützungskomitee, dem unter anderem, ich habe jetzt nicht alle im Blick, aber Thomas Strasser ist heute dabei, Stefan Deinzer. Vielleicht seht ihr noch andere, Heike, Nadja, die uns in Vorbereitung auch mit Empfehlungen, Ideen, Links zu interessanten Beiträgen unterstützen, sodass wir ein spannendes Programm erstellen können. Vielen Dank. Ja, heute haben wir einen interessanten Workshop, nämlich mehrsprachige Learning Escape Games von Beate Mussar am Freitag am Abend. Am Samstag sind noch einige weitere Workshops im Plan. Unter anderem auch ein spannender Lernen Sie Programmieren, um Sprachen zu lernen. Das ist ein interessanter Ansatz. Mehrsprachigkeit kann man natürlich über Varietäten, Dialekte, unterschiedliche Muttersprachen, erlernte Sprachen, aber in der heutigen Zeit vielleicht auch über Computersprachen definieren. Und dann gebe ich zuerst noch kurz an Nadja Blust weiter, bevor wir uns unseren Blick auf die Online-Messe, für mich schaut das aus wie mit einem Fernglas, wo wir jetzt dann gleich auf die einzelnen Aussteller schauen werden. Aber vorher, Nadja, wen hast du in unserer Teilnehmerliste entdeckt? Oder welche Frage möchtest du denn noch an unsere Teilnehmer stellen, bevor wir in die Messe entschwinden? Ja, vor allem von mir schöne Grüße aus Frankreich an meine liebe Kolleginnen, Moderatoren, alle, die hier sind, an dich, Angelika und Heike. Und jetzt habe ich keine Fragen. Jetzt bin ich nur, ich habe Lust nur auf unsere Messe auch selbst zu besuchen, weil gestern hatte ich keine Zeit. Ich war mit zwei Ohren im Trainingraum und dann in unserem Raum und ich möchte alle Beiträge hören. Und auch, Angelika, möchte ich gerne ein Spiel vorführen. Ich habe gestern ein tolles Spiel gemacht. Wer wird Millionär? Zum Thema Mehrsprachigkeit. Und wenn wir eine Pause haben, dann lade ich alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen, das mitzumachen. Okay, und jetzt übergebe ich das Mikrofon an Heike. Okay, da müssen wir uns noch kurz überlegen, wann das ein guter Zeitpunkt ist. Genau. Müssen wir noch ankündigen. Gut, genau. Danke. Bitte, ja, Heike. Dann immer noch gerne.
was wir machen wollen. Also seid ihr dann eigentlich soweit durch? Gut, dann würde ich gerne die Teilnehmer einfach nochmal fragen, wer war schon auf der Messe gestern? Wer war auf der Messe heute Morgen? Frühaufsteher gibt es immer, heute Nacht auch, weil ich war mal ein bisschen früh wach und habe mal rumgeschaut. Da gab es dann immer noch ganz, ganz viele Logins auf unserer Programmseite über Google. Ja, war voller. Und natürlich wurden auch die YouTube-Videos, die gestern Abend hochgeladen worden sind, für uns gestern Abend, heute Nacht schon angeschaut. Also es gibt wirklich ein 24-Stunden-7-Gefühl hier. Es kann sein, dass diejenigen, die dann eben schon mal geschlendert sind durch leere Messenhallen, jetzt heute Morgen nochmal hier mit dabei sind. Grüß dich, Ingrid. Guten Morgen. Morgen, Morgen. Wie geht's dir? Danke. Gut. Euch auch? Fleißig gewesen in der Nacht, gell? Super. Ja. So ist es, genau. Hast du einen Nightshift gemacht? Ich habe eine Nightshift gemacht. Wir haben übrigens einer von unseren Textchats, die heißt auch, der heißt auch Nightshift, gell? Okay. Weil ich da mit Uli sehr viel zusammengearbeitet habe. So, darf ich dich bitten, Ingrid, Webcam auszuschalten? Wir gehen jetzt zusammen durch die Messe. Ja. Auch Nadja, die sich um den Testraum kümmern muss, wird wahrscheinlich dann mal noch verschwinden wollen. Angelika, ja, super. Nicht, dass ich gerne Center Stage bin, aber es bietet sich an, weil jetzt wird es einfach unterhaltsam. Ihr könnt euch auch zurücksetzen, mal Kaffeechen trinken. Ich werde hier mein... Wir können einfach auch mal die eine Aufzeichnung stoppen, die andere starten. Das ist vielleicht eine gute Idee.